Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute mit meiner ersten echten Gimbal-Vorstellung. Ich habe auf dem Kanal trotz den, wie viele Videos habe ich mittlerweile? Über 200 Videos, kein einziges Gimbal bisher euch vorgestellt. Und heute ist es soweit, das hat natürlich noch gefehlt. Heute stelle ich euch dieses schöne Teil hier vor. Und zwar handelt es sich dabei um das Moser Air 2. Und ihr habt schon im Titel gelesen, die Konkurrenz schläft nicht. Und das ist natürlich eine Anspielung auf das DJI Ronin SC. Und ich sage euch, ob diese Gimbals überhaupt heute noch Sinn machen und wo sie vielleicht gar keinen Sinn mehr machen. Also seid gespannt, los geht's. Ohne diese Bewegung. Ja, um was handelt es sich jetzt hier? Ein Gimbal, wer das noch nicht weiß, unter den Filmanfängern ist dafür da, eine Kamera zu stabilisieren, selbst wenn ihr sie in extreme Lagen bringt. Also ihr seht ja, die Kamera bleibt immer gerade, egal was ich tue. Wenn ich nach da schwenke, dann schwenkt sie langsam hinterher. Das ist wiederum gut, wenn ich so in der Hand zitter, dann wird das wegstabilisiert. Das heißt, ihr habt ein sehr statisches Bild, wo wir, wenn wir Actionaufnahmen machen, zum Beispiel einen Basketballer, leider haben wir heute unseren Ball vergessen, aber das holen wir irgendwie so nach, verfolgen oder einen Sportwagen oder einen Fahrradfahrer und wir rennen mit diesem Gimbal dem Objekt hinterher, dann gibt das so schöne gleitende Aufnahmen. Früher hat man dafür in der Kamera- oder Filmbranche immer zwangsläufig eine Schiene gebraucht, die man hier ausgelegt hat und dann hat man da einen Kameramann auf einen Wagen gesetzt. Entschuldigt bitte, wenn ich so schwitze, wir haben über 35 Grad und mir läuft das Wasser. Und dann hat man den Kameramann geschoben und hat dementsprechend diese gleitenden Aufnahmen hinbekommen. Heute, im Jahr 2019, geht das viel eleganter und natürlich davor auch schon. Und zwar geht das über die sogenannten Einhand-Gimbals. Ihr kennt ja die Gimbals, die man auch mit zwei Händen hält. Es gibt auch Gimbals, die an Seilen aufgehängt sind, die dann am Rucksack befestigt sind. Also das ist dann so ein spezieller Gimbal-Rucksack. Früher waren das die Steadicam-Operator, die dann diese fette Rüstung angehabt haben mit zwei langen Federarmen, wo dann die Kamera austariert war. Aber das ist jetzt nur für die Anfänger unter euch. Es geht eben darum, sehr ruhige Aufnahmen zu erstellen, so wie ihr es zum Beispiel vom DJI Osmo kennt. Und warum verwenden wir nicht einfach nur den Osmo? Wir verwenden ihn deshalb nicht, weil der Osmo natürlich nur so einen ganz kleinen Sensor drin hat. Und der ist natürlich bei Lowlight schlecht und der schafft euch keine Tiefenschärfe oder Tiefenunschärfe ins Bild. Das heißt, wenn ich jemanden filme und ich möchte im Hintergrund ein weiches Bokeh haben, dann brauche ich natürlich eine professionelle Kamera mit größerem Sensor. Und warum, habe ich gesagt, die Konkurrenz schläft nicht, lohnt es sich jetzt nicht eher, das so günstige und innovative Gimbal von DJI zu kaufen? Ja, das lohnt sich mit Sicherheit für viele. Ich bin auch ein Fan davon, aber es nimmt diesem Moser Air 2 nicht die Daseinsberechtigung. Denn, ich sage euch mal so ein paar Eckdaten, mit diesem Moser hier könnt ihr 4,2 Kilogramm aufladen. Das brauchen vielleicht manche Kameraleute. Für die ist dann der Ronin SC natürlich nichts. Hier könnt ihr 4,2 Kilogramm aufladen, beim Ronin könnt ihr nur 2 Kilogramm aufladen. Dann hat dieser Gimbal zum Beispiel 16 Stunden Akkulaufzeit, während der andere nur 11 Stunden hat. Also das sind alles so Feinheiten, ihr merkt schon, natürlich kann ich den anderen kaufen und bin damit super glücklich und zufrieden. Ich finde ihn auch ganz toll, aber wie gesagt, er hat hier auch so seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel habt ihr hier im Griff unten herausnehmbare Akkus. Hier befindet sich der typische China-Akku, dieser klobige 18650 drin, der auch relativ teuer ist. Aber ihr habt hier wenigstens die Möglichkeit, diesen zu wechseln. Das heißt, habt ihr einen langen Dreh oder habt ihr mehrere Drehtage und keine Steckdose, dann wechselt ihr hier einfach den Akku. Beim DJI Ronin geht das nicht. Da braucht ihr gleich den kompletten Handgriff, den ihr tauscht, weil da der Akku natürlich drin ist, da der fest verlötet ist. Und das kostet natürlich jede Menge Geld, so einen zweiten Handgriff mal eben mitzunehmen. Dafür hat das System hier den Nachteil, dass es ein relativ großes Packmaß hat. Ihr müsst ihn dann immer in so einen Koffer reinquetschen, wohingegen der Ronin SC den Akku abnehmbar hat und von daher kann man ihn wesentlich kompakter zusammenlegen. Also ihr seht, das hat einfach Vor- und Nachteile. Braucht ihr einen Gimbal, wo mehr wie 2 Kilogramm tragen kann, dann seid ihr hier natürlich sehr gut beraten. We'll be right back.
haben, was ich hier ganz große Klasse finde, also wir haben hinten auf der Rückseite, ich kann das ja mal rumdrehen, wir haben hier einen Joystick und mit dem Joystick können wir natürlich das Gimbal in allen Richtungen bewegen, so wie ihr das kennt. Das heißt, wenn ihr etwas verfolgt und zum Beispiel der Basketballspringer springt zum Korb nach oben, dann könnt ihr einfach den Joystick nach oben drücken und der Gimbal folgt der Bewegung. Das ist natürlich die Mindestausstattung, die ihr braucht. Übrigens, ein weiterer Vorteil ist übrigens, dass der kleine Kerl hier ein OLED-Display hat. Auch das fehlt ja bei DJI, das sind ja nur die drei grünen Punkte. Und ihr müsst zwingend immer euer Handy mit hinhängen, wenn ihr ein Bild wollt. Dafür folgt dann der Fokus auch automatisch beim DJI-Gerät. Und das ist natürlich hier wieder nicht gegeben. Aber auch hier gibt es eine tolle App dazu. Da könnt ihr die ganzen Gyroskope einstellen. Ihr könnt Timelapse einstellen, ihr könnt alle möglichen. Ihr könnt auch übrigens bequem ein Firmware-Update machen, das habe ich gemacht. Das hat wunderbar funktioniert über Bluetooth, das hat er sofort erkannt, hat das runtergezogen. Also das ist schon sehr ausgereift. Moser Air baut ja schon lange Gimbals und ist dementsprechend auch erfahren darin. Aber die App braucht ihr nicht mal zwingend und das macht es wieder so schön am Set. Denn am Set wollen wir nicht unbedingt eine App ständig starten müssen und irgendwo unser Handy noch verstauen müssen, sondern wir wollen möglichst schnell loslegen können und wollen alle wichtigen Einstellungen direkt hier am Gerät treffen. Und das können wir hier bequem über das eingebaute OLED-Display. Also ich kann auch hier ohne das Smartphone bequem die Stärke der Motoren verstellen und wie schnell sie nachtilten sollen in jeder Achse für sich. Das kann ich hier alles perfekt einstellen. Und das ist ein super Vorteil in meinen Augen. Für mich benutzerfreundlicher ist dieses Gerät, weil das packe ich aus und lege los und muss mich nicht immer zwangsläufig mit dem Smartphone verbinden, auch wenn die Option natürlich hier gegeben ist. Der Moser hat hier einen Kameraausgang bzw. zwei an dieser Halteplatte. Momentan ist er die A6400 drauf. Und wir können hier mit mitgelieferten Kamerakabel die Kamera verbinden und können sogar vom Handgriff aus die Kamera bedienen. Wir können über den intelligenten Fokus können wir praktisch den Fokus der Kamera ansteuern. Wer das professioneller will, Moser bietet hier auch ein professionelles Schärfe-Nachziehgerät, was hier direkt verbaut wird. Und dann habt ihr hier natürlich eine noch feinere Steuerung, da das dann direkt hier eingesteckt ist. Aber immerhin, ihr könnt eure Kamera über das Kamerakabel verbinden und könnt dann hier das Fokusrädchen verwenden. Das ist ja auch wirklich klasse. Wir können Start-Stop machen, wir können die Blende, die Verschlusszeit und die ISO direkt am Handgriff verstellen. Ich selber muss ganz ehrlich zugeben, ich brauche das sehr selten. Ich stelle halt meine Sachen schnell an der Kamera selber ein, weil ich habe sie ja schließlich hier direkt vor mir liegen. Und wenn ich da auf ISO drücke und das Rädchen verdrehe, da breche ich mir nichts dabei ab. Also ich brauche eigentlich diese Verbindung zwischen Gimbal und Kamera nicht. Aber ich muss wirklich staunen, dass das hier einfach mal so problemlos mit angeboten wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich bei der A6400 es nicht geschafft habe, sie anzusteuern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie noch ein sehr neues Modell ist. Ich habe gesehen, in der Anleitung steht aber drin, dass eigentlich fast jede Kamera möglich ist. Also zum Beispiel die A6300, die A6500, aber natürlich auch diverse Canon und Nikon und Panasonic Kameras. Da müsst ihr euch natürlich auf der Herstellerseite mal schlau machen. Das ist jetzt in diesem Video viel zu viel, euch das zu erklären. Ich werde euch jetzt auch nicht zeigen, wie wir ein Gimbal ausrichten. Auch das haben ja schon tausende YouTuber vor mir demonstriert. Also ihr müsst natürlich die Achsen so austarieren, dass die Motoren so wenig wie möglich Kraft brauchen, die Kamera zu verstellen. Ihr seht das, wenn ich dann die Kamera bewege, dann soll natürlich der Motor so wenig wie möglich Kraft aufwenden müssen, um die Kamera zu bewegen. Und da kommen wir zu einem kleinen Nachteil bei dem Gimbal. Das trifft zwar sehr, sehr viele Gimbal auf dem Markt, aber auch dieses leider. Denn wenn ich dieses Gimbal jetzt abbaue und in das Case verstaue, dann muss ich diese Wege wieder verstellen, dass ich in die vorgefertigte Hülle reinpasse. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich hier die Hülle rausschmeißen oder ich packe das Gimbal in einen ganz anderen Rucksack, damit ich diese Austarierung nicht mehr verstellen muss. Denn das braucht so um die 5 Minuten, sage ich mal. Es war früher viel schlimmer. Heute geht das wirklich sehr bequem und man hat das sehr schnell eingejustiert, vor allem wenn man die Kamera schon kennt. Und ich empfehle euch dabei natürlich, schaltet dazu eure Kamera ein, wenn ihr ein Objektiv habt, das ausfährt, so wie ich hier. Denn dann verlagert sich ja der Schwerpunkt auch nach vorne und ich crack dann hier dieses Display auch gleich immer so ein bisschen an, damit auch hier der Schwerpunkt schon mal richtig sitzt. Was ich hier bei diesem Teil sehr, sehr klasse finde und ich weiß nicht, ob das DJI auch anbietet, ist hier diese Doppelarretierungsplatte. Ich schalte mal kurz das Gimbal aus, dann seht ihr das. Ich kann hier nämlich die Kamera bequem mit diesem Hebel lösen und kann sie nach hinten rausschieben. Und zwar deshalb,
weil sie doppelt arretiert ist, verstelle ich damit nicht meine Austarierung. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hier raushole, das ist natürlich so ein bisschen vorsichtig. So, jetzt seht ihr, jetzt kippt das Gimbal schon zur Seite. Und wir haben hier auch, wie, bei, wie wir das auch bei dem anderen namhaften Hersteller gewohnt sind, eine Sperre. Also das Neueste ist ja, dass dieses SC-Gimbal an allen drei Achsen sperren kann. Das finde ich ein bisschen, ja, ist ein nettes Gimmick, aber die hauptblöde Achse, die dazu neigt, sich total zu verdrehen, ist eben diese hier. Und das ist bei, da sind die hier schon Vorreiter gewesen. Diese Sperre gibt es hier schon länger. Und was ich aber sagen wollte zu der Platte, wenn ihr die einmal montiert habt, dann rastet eure Kamera an zwei Punkten ein. Also ihr müsst sie nicht selber irgendwo hin und her schieben und klemmt die, sondern das macht ihr nur einmal. Und dann habt ihr den Vorteil, durch das die Kamera zweimal einrastet, vielleicht hätte ich diese Sperre doch mal jetzt drin lassen sollen, also durch das diese Kamera hier zweimal einrastet, seht ihr schon, klack, klack macht's hier, und sofort haben wir wieder die ursprüngliche Austarierung, weil sie sich eben nicht mehr nach vorne und hinten verschiebt. Ich zeige euch jetzt noch einen Vorteil, würde ich sagen, und dann machen wir einfach mal ein paar Praxisaufnahmen, weil sonst wird es vielleicht euch auch langweilig. Ich schalte das Teil mal wieder ein und das wollte ich euch nochmal gesagt haben, wir können hier, und das ist eins der wichtigsten Einstellungen, die man am Set vornehmen muss, mit wenigen Tasten drücken können wir hier einstellen, wie schnell soll dann das Gimbal eigentlich ansprechen. Und das geht hier, also wir haben hier natürlich verschiedene Modi, wir können sagen, die Rollachse soll zum Beispiel mitkippen, sie soll gerade bleiben und das gleiche für die Panoramaachse und die Tiltachse auch. Das kann man hier separat alles einstellen. Was ich euch aber zeigen wollte, ist dieses Scrollrad. Denn wenn ich das Scrollrad jetzt hier verdrehe, dann verdrehe ich gleich alle Achsen. Das heißt, ich ändere damit das Ansprechverhalten aller drei Achsen super schnell. Ich drehe nur mit dem Daumen mal ein bisschen rum und ihr seht schon, wenn ich mich jetzt drehe, braucht das Gimbal unheimlich lang, ja, ihr seht das, bis es mal nachjustiert. Ja, also es schwenkt dann mit und das Ganze geht aber sehr, sehr smooth und langsam. Das heißt, wenn ihr eine sehr langsame Bewegung haben wollt, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr hier nach unten dreht. Und das Gleiche ist aber auch bei sportlichen schnellen Aufnahmen. Da gehen wir halt einfach auf 100%. Normalerweise ist das auf 50 eingestellt. Und ihr seht, wenn ich jetzt das Gimbal drehe, das folgt sofort. Das ist sofort auf dem Punkt, wenn ich runtergehe und da hochgehe, das folgt einfach sofort. Und das finde ich ein sehr tolles Gimmick. Das ist schön gelöst worden. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Konkurrenzmodell ist. Aber hier, muss ich sagen, ist es sehr bedienerfreundlich. Dieses kleine Gimbal, was hier drunter ist, das lassen wir standardmäßig einfach dran. Denn das ist natürlich super. Dann können wir mit zwei Händen hinlangen und ihr seht, dann ist das schon eine ganz klasse Sache, dann können wir hier super das Gimbal bewegen und haben zwei Hände dran, weil ihr wisst ja, ein bisschen wiegt das auch. Ich habe jetzt nur die A6400 drauf, die ist schön leicht und ich würde einfach mal sagen, jetzt filme ich nochmal hier kurz den Silas ein bisschen und jetzt machen wir mal einfach ein paar Praxisaufnahmen. Mir hat es wieder Spaß gemacht, euch dieses Teil vorzustellen. Wie gesagt, ich denke mal so um die 500 € müsst ihr dafür hinlegen. Ich muss aber sagen, wer wirklich eine Kamera braucht oder eine Kamera hat, die über 2 Kilo wiegt, der ist hier sehr, sehr gut aufgehoben. Also mir hat das Teil sehr gut gefallen. Es ist sehr funktional und man kann vor allem am Set sehr schnell arbeiten, ohne lang mit dem Handy rumfummeln zu müssen. Und das liegt mir einfach. Und wem das nicht gefällt und er eine leichtere Kamera hat, der muss natürlich zum Konkurrenzprodukt mit den drei Buchstaben greifen. Mir hat es Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video und tschüss.